Eigentlich könnten wir jetzt sofort mit der Nummer 1 der Hitlist Germany weitermachen. Aber nein, das wäre zu hart. Wir gönnen euch lieber noch eine kleine Schonfrist. Hier sind erstmal die Plätze 10 bis 2 im Schnelldurchlauf. Versteht sich doch, oder? Lionel Richie ist seit seiner Tour mit Tina Turner schwer in die alte Dame mit den langen Beinen verliebt. Sie sieht einfach umwerfend aus, meinte Lionel verzückt und steigt ganz verknallt von der 16 auf die 10 mit Angel. Julio Iglesias, der alte Sack mit den 1000 Weibern, kann den Erfolg seines Sprösslings nicht ertragen. Vor allem die Tatsache, dass Enrique mit Whitney Houston im Duett krächzen darf, lässt Papa Iglesias for Night platzen. Weiter auf der 9, Could I Have This Kiss Forever. Wer in gute Zeiten, schlechte Zeiten täglich unter Beweis stellt, dass er nicht schauspielern kann, der muss ja eigentlich nicht auch noch als drittklassige Sängerin Karriere machen. Doch dieser weise Rat erreicht Janet zu spät. Von 12 auf die 8 steigt die Daily Soap Pussy mit Go Back. Monatelang verschimmelte Vanessa Amoroso's Single in den Regalen australischer Supermärkte, bis das gute Stück bei der Olympiade eingesetzt wurde. Eine höchst wirkungsvolle Maßnahme und Absolutely Everybody steigt nochmal einen Platz auf die 7. Big Brother überlässt nichts im Zufall, sogar Melodie und Akkorde für den Titeltrack wurden von den Experten aus dem Hause Endemol vorgegeben. Aber selber singen tut Berger schon. Eins runter auf die 6 für Zeig mir dein Gesicht. Französischer Filterhaus war keine Eintagsfliege. Motorbass haben 1996 den Anfang gemacht. Nächstes Frühjahr kommt das zweite Daft Punk-Album. Aber gerade regieren Mojo, von denen 2001 auch ein ganzes Album kommt. Jetzt fällt Lady von der 4 auf die 5. Dick Kobe von Papa Roach spricht Klartext. Mit 16 war ich ein total verkorkster Bettnässer. Wer so ehrlich ist, darf 2 Plätze rauf. Auf der 4 die Jungs mit der schweren Kindheit und Last Resort. Von wegen Theater ist tot, sogar die Backstreet Boys reiben sich in solchen Kulturtempeln rum. Zwar nicht im Abo, aber in L.A. für den Dreh zum neuen Video. Diese Woche ist die Vorstellung nicht ganz ausverkauft. Shape of My Heart fällt von der 2 auf Platz 3. Xavier Naidoo geht zum Film. Zurzeit steht er zum ersten Mal vor der Kamera, allerdings nicht für eine Neuverfilmung des Alten Testaments, wie böse Zungen behaupten. Demnächst im Kino und jetzt rauf von der 3 auf die 2 für Xavier und die Söhne Mannheims mit Geh davon aus. So, jetzt sind die 2 Monate voll. Aha. Vor exakt 8 Wochen schnappten sich Rednecks mit The Spirit of the Hawk zum ersten Mal den Platz 1 der Hitlist Germany. Und bislang hat es niemand geschafft, mal wieder für Ordnung zu sorgen. Aber ein kleiner Trost, Österreich ist auch nicht besser dran. Auch da stehen sie noch fest wie der Großglockner an der Spitze. Geteiltes Leid ist halt halbes Leid, sage ich da nur. Die Rednecks und The Spirit of the Hawk. Aber die nächste Big Brother-Single, die kommt noch. Haut mal rauf und hier Spirit of the Hawk für euch.